Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Im Kampf mit einem Varan. Komm her, du Varan. Komm her. Ich möchte nicht, dass du mir in den Rücken fällst, wenn ich in die Pyramide reingehe. Und deswegen lege ich dich um. Und da Varan so stark sind wie Lurker, beziehungsweise Snapper, sollte ich damit fertig werden. Nein, 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 nicht der zweite. Nur einer. Nur einer. Ich sagte nur einer. Komm her. Der weicht immer so zurück. Das ist bestimmt Absicht, um sich seinen Kollegen anzunähern, damit der kommt und ihn verstärkt oder ihm hilft. Aber nicht mit mir. Nichts zu holen. Ah, schade. Na komm. Ups. Ups. Immerhin hat beides den Varan getroffen, obwohl es daneben ging. Also obwohl ich daneben gezielt habe. Oder andersrum gesagt. Eigentlich habe ich beides auf die Ratte gezielt. Es ging aber zum Glück daneben und hatte mein eigentliches Ziel, das ich treffen wollte. Bin ich den Varan getroffen. Ah, ist das super. Ich mag es, wenn Dinge so schief gehen. Ich finde das großartig. Dinge irgendwie schief gehen und deswegen dann was viel Besseres passiert, als eigentlich scheinbar geplant war. So, die Ratte noch. Und wenn ich dann schon mal dabei bin, hier die Gegner umzulegen, dann würde ich doch mal hier komplett einmal außen rumlaufen, um sicher zu gehen, dass hier nicht wirklich doch noch irgendwas lauert, was mir in den Rücken fallen könnte. Oder in das ich reinlaufen könnte, wenn ich von hier fliehe. Denn darauf habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Lust. Es gibt hier so ein kleines Lager. Hoffentlich sind da keine Banditen oder so. Oder doch, Banditen wären es, ne? Banditen sind doch das Pack, das hier seit dem ersten Kapitel alles unsicher macht. Aber nein, hier scheint niemand zu sein. Es scheint verlassen zu sein. Vielleicht ist es ja auch das Lager der Magier oder so. Hm, keine Ahnung. Sumpfkraut. Ja, das könnten die Magier sein. Oh oh. Was war das gerade? Was zum Henker war das gerade? Ich hoffe jetzt nicht, dass die Magier sauer sind, weil ich mir Sumpfkraut genommen habe. Das war ja lustig. Ja, das sind zwei Snapper. Vergiss es. Das ist eine Höhle, oder? So wie das aussieht. Nein, 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 auf gar keinen Fall lege ich mich mit zwei Snappern und einem Varan an. Das kommt nicht in die Tüte. Jetzt hau hier ab. Hau hier ab. Aber sowas von dringend muss ich hier weg. So, tschüss, ihr Snapper. Ihr könnt mich mal. Keine Sorge, ich krieg euch noch. Trifft das? Nein, leider nicht. Aber hier ist doch einer direkt bei mir gewesen. Nicht? Ach, die sind da hinten. Okay. Na, den Varan treffe ich aber von hier. Bist du alleine? Ja, du bist alleine. Sehr gut. Nichts zu plündern. So. Es ist 13.31 Uhr. Das heißt, ich kann mich... Oh, ein Trank. Ich lege mich mal ins Bett. Bis zum Abend. 20 Uhr oder so? Ja, 20 Uhr. Denn jetzt habe ich wieder volles Mana. Und volles Leben. Ohne irgendwas hergeben zu müssen. Und wenn ich dann schon mal dabei bin, dann erledige ich hier wirklich gleich mal alles. Okay. Der eine Snapper ist schon mal weg. Er dampft sogar noch. Raucht so ein bisschen vor sich hin. Feuer wahrscheinlich. Sehr cool. Na? So. Das wäre doch gelacht, wenn ich hier nicht aufräume. Uiuiui, zwei Varane. Das ist nicht gut. Und natürlich kommen beide, wenn ich einen angreife.
Werde ich mit zweien fertig? Ich glaube ja. Wenn ich zuerst den Angeschlagenen töte. Denn die machen ja beide gleich viel Schaden. Aber den hier kriege ich schneller kaputt. Und dann habe ich... schneller nur noch einen Gegner. Komm her, du! So, sehr gut! Jetzt fühle ich mich hier auch endlich mal ein bisschen wohler. Kann man hier noch ein paar Sachen einsammeln. Leider ist mir es gerade ein bisschen zu dunkel. Ich lege mich einfach nochmal eine Runde aufs Ohr. Bis zum nächsten Morgen. Dann bin ich auch wieder geheilt. Und mein Mana ist wieder voll. Ich meine, was kann denn draußen schon schief gehen? Hier mitten in der Wildnis auf irgendeinem fremden Bett zu schlafen. Ich habe keine Ahnung, wem es gehört. Ich habe keine Ahnung, ob sie wiederkommen, die Leute. Ich habe keine Ahnung, was hier sich so noch so rumtreibt. Also lege ich mich einfach mal hin und schlafe eine Runde. Ja. Seems legit. So, siehst du, da hinten ist eine Höhle, habe ich doch gesagt. Das habe ich erkannt in der Halbdunkelheit. Ich frage mich, ob ich dort Pedro finde. Wahrscheinlich nicht, ne? Ah, allerdings... Na, ich weiß nicht. Es gab ja schon... Ich bin ja schon mal von dem Weg, wo es da weiterging, mit, wo der Novize lag, in der letzten Folge, weitergelaufen. Und dann oben rum. Und dann kam ich ja schon hier irgendwo raus. Irgendwo in diesem Pyramidental. Also man kann schon den Weg nehmen, vom Schrein aus oder von der Brücke aus, wohin der Novize liegt. Und dann hier rauskommen. Also kann ja durchaus sein, dass ich hier dann den Pedro finde, ne? Will ich mal nicht pauschal ausschließen. So, habe ich ja alles eingesammelt? Ich glaube ja. Das war ein bisschen ätzend. Ups, das war knapp daneben. Ich meinte natürlich hier... Nein, 66. Meine Güte. Das kommt davon, wenn man so dunkel im Zimmer hat, dass man die Tasten nicht sieht. Goblin-Skelette? Oder schwarze Goblins? Schwarze Goblins. Na dann, kommt mal her, ihr schwarzen Goblins. Und zeigt mal, was ihr drauf habt. Oder... Warte, wir machen das mal anders. Hä? Sind die Magie immun? Oder habe ich einfach nicht getroffen? Nee, ich habe getroffen. Okay. Der ist ja schon ziemlich angeschlagen. Ich habe getroffen. Alles gut. Ich habe getroffen. Ich habe wahrscheinlich nur in dem Tumult den nebendran getroffen oder so. So, und hier habe ich doch gerade wieder Zeug gesehen, das ich sammeln kann. Damit kann ich lecker Mana auffüllen, damit kann ich lecker Tränke brauen. Ich frage mich, ob das vielleicht eine Falle ist, um Magier anzulocken. Oder ob sie einfach nur diese weite, weite Leere hier mit Pflanzen gefüllt haben beim Spielerstellen. Was ist das? Feuerwarane, es ist eine Falle. Es ist einfach eine Falle für Magier. Oder generell für Charaktere, die gerne Pflanzen sammeln. Was halt wahrscheinlich größtenteils Magier sind, weil die Alchemie haben und daraus Tränke brauen können. Aber ich glaube, Feuerwarane sind so vergleichbar stark wie Drachensnapper. Und deswegen habe ich da gerade nicht wirklich eine Chance, irgendwas zu reißen. Aber diese Höhle klingt bedrohlich. So, Taste Nummer 7. Hier hast du deine Existenzberechtigung. Ich bin mal lieber ein bisschen vorsichtig. Minecrawler! Ah! Das da ist ein Golem, oder? Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich den gerade kurzzeitig anvisiert und es ist ein Golem. Ich habe keine Lust, mich mit einem Golem zu prügeln. Komm her.
Ich werde hier, wenn ich Schalter finde, die auf gar keinen Fall betätigen. Ich werde hier auch nicht an den Golem vorbeigehen, da wo der Minecrawler herkam. Ich habe keine Lust, dass der Golem aufsteht und mir den Rückweg blockiert. Denn leider habe ich keinen Hammer dabei. So leid es mir tut, dieser Teil der Höhle wird fürs Erste unerforscht bleiben. Später mal, wenn ich stärker bin. Ich brauche nur noch 2000 Erfahrungspunkte. Oh, ein Krieger. Der ist neu. Kannst du überhaupt da drauf gehen? Nein, nicht ich. Die Goblins. Nicht ich. Die Goblins. Hab ich noch Mana? Ein bisschen. So, immerhin der Krieger ist schon mal weg. Was hatte der denn dabei? Ein Schwert. Okay. So, ich brauche Heilung. Dringend. Und ich habe doch jetzt Blauflieder, ne? Das heißt, ich kann beides in einem. Yay, ich mag Blauflieder. Ich weiß auch nicht. Irgendwie. Es bringt für beides nicht viel, aber es bringt beides. Finde ich gut. Boah, und so langsam habe ich ja echt übelst viel Mana. Also nicht übelst viel, aber genug, dass ich mir ernsthaft mal Gedanken machen muss, ob die Pflanzen überhaupt mal ausreichen. Und vielleicht auch mal ein paar Tränke besorgen müsste, um mein Mana wieder rechtzeitig oder auf die Schnelle auffüllen zu können. So, ihr Goblins. Ihr habt euch verzogen. Soll mir recht sein. Dann kann ich eure Kumpanen hier nämlich schon mal ausnehmen. So. Kommt her. Noch einer? Noch einer, noch zwei. So, sehr gut. Noch ein bisschen Gold. Aber hier bin ich jetzt echt gespannt, was ich hier finde. Da ist nichts zu. Nein, du sollst auch den anderen anvisieren. Genau. Hier liegt immerhin eine Steintafel und da hinten sind mehrere Lederbeutel. Von daher würde ich schon mal sagen, dass sich das gelohnt hat, hierher zu kommen. Was hast du noch dabei? Leider nichts. Moment, da war was, oder? Nee, nur der Kopf jetzt selber. Ich höre Minecrawler. Ein Lederbeutel und ein Lederbeutel. So, was haben wir da drin? Ich schätze Gold. Was ich gut finde. Wir haben einmal 50 Gold. Und zweimal 25 Gold. Finde ich gut, ne? Ich brauche ja immer noch das viele Gold für... Was war es noch gleich? Nein! Rechts, links, links, rechts, links, rechts. Okay. Nochmal 100 Gold. Ja, für den Magierstab, für den besseren war das, genau. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die nicht von alleine kriege, wenn ich einfach besser werde und Quests erfülle und Aufträge erledige. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Aber für den Fall, dass nicht, brauche ich natürlich das Gold. Um es mir zu kaufen. Da haben die Goblins wohl Brot geklaut. Also mir scheint, die Banditen als solche sind nicht die einzigen Banditen, die sich herumtreiben. Auch die Goblins tun hier ihr Übriges dazu. Hui, 300 Gold. Das ist, ja, das ist ein Drittel von dem, was ich brauche für den Stab. Also ich würde mal sagen, das hat sich gelohnt, hierher zu kommen. Und hier noch ein paar Bullerfleische. Die geben ja jeweils auch nochmal 15, nicht Erfahrung, Leben. Leben füllen die auf, genau. So, wie viel habe ich denn? 190. Uff, ich habe noch 23 Dietriche. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass mir meine Dietriche ausgehen, aber... Nee. Da brauche ich gar keine Angst zu haben. So, Mana ist voll. Wie gesagt, ich habe von dem Zeug gerade massig. Dann fütter ich das mal. So. Und jetzt... Ich habe euch ja versprochen, dass ich hier runtergehen werde in die Pyramide. Hui, da kam ich gerade ins Headset.
Ich gehe da jetzt mal rein, ne? Würde ich mal sagen. So, versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Es sei denn, hier sind noch irgendwie Gegner, die ich aus dem Weg räumen muss, aber sieht gerade nicht danach aus. Nö, alles gut. Dann würde ich mal sagen, ab da rein. Ne? Immer rein in die gute Stube. Und die Wassermagier müssen ja hier irgendwo sein und ihr Unwesen treiben. Das Einzige, was mich verwundert, ist halt, dass hier diese Goblin-Skelette sind. Und ich frage mich, warum die Wassermagier diese Goblin-Skelette nicht beiseite geräumt haben. Das verstehe ich nicht, ehrlich gesagt. Aber statt hier jetzt... Ja doch, kann ich... Doch, ich glaube, das mache ich. Ich glaube... Genau, ich mache erstmal den hier. Dann habe ich schon mal das erste weg. Und 150 Erfahrung ist ja süß. Ein Wag ist deutlich stärker. Komm her. Siehste? Na komm. Aber hallo, ist der Wag stark. Verglichen mit den Goblin-Skeletten. So, mal schauen, ob sich hier noch irgendwas umtreibt. Sieht aber nicht so aus. Yep, ich habe alle erledigt. Das war ja einfach. So. Was habt ihr denn Feines dabei? Na gut, Knochen halt, ne? Und halt die Waffen. Joa, wo habe ich denn den einen umgelegt mit der Magie? Keine Ahnung. Ist das schon wieder despawned? Ging das schon wieder so schnell? Sieht so aus, ja. Da komme ich leider gerade nicht rein. Und statt Feuer sollte ich mal besser diese Art von Feuer in die Hand nehmen. Hey, ein Magier! Ich hab sie gefunden. Bist du denn von Sinnen? Mach, dass du hier rauskommst! In diesen Gewölben ist es zu gefährlich für Möchtegern-Abenteurer. Aber sag mal, kenne ich dich nicht? Natürlich, du Mistkerl! Glaube ja nicht, dass ich vergessen habe, wie du uns betrogen hast, damals, im neuen Lager. Du hast unserem Erzhaufen alle magische Macht entzogen und dann bist du einfach verschwunden. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Ich hab den Schläfer funktioniert. Es war notwendig. Ohne die Macht des Erzes hätte ich den Schläfer niemals besiegen können. Was ist das für ein Gefasel? Schläfer? Besiegt? Hast du eigentlich die leiseste Ahnung, was du da getan hast? Ja. Du hast das Gefüge der Magie derart durcheinander gebracht, dass es bis nach Korinis zu hören war. Du kannst von Glück sagen, dass die Barriere eines Tages einfach in sich zusammengefallen ist. Worüber beschwerst du dich dann? Hat doch alles gut geklappt. Hüte deine Zunge! Was zum Henker willst du hier überhaupt? Ich habe euer Ornament mitgebracht. Was in aller Welt soll das bedeuten? Jetzt komm mal wieder runter. Ich habe es dir gebracht, das wolltest du doch, oder? Schon, aber es beunruhigt mich, dass du schon wieder deine Finger im Spiel hast. Warum machst du so ein Theater um die alte Geschichte mit dem Erzhaufen? Immerhin habe ich schon damals für dich gearbeitet. Hast du dich da etwa nicht auf mich verlassen können? Und was hat es mir schlussendlich eingebracht? Denk ja nicht, dass ich dir traue. Tja, musst du ja auch nicht, ne?
Aber ich würde sagen... Da du dir ohnehin nicht nehmen lassen wirst, auch die anderen Magier von ihrer Arbeit abzuhalten, kannst du einem von ihnen auch eine Nachricht von mir überbringen. Sag Riordian, dass ich ihn hier bei mir zu sehen wünsche. Er hält sich im hinteren Bereich des Gewölbes auf. Du wirst ihn schon finden. Ja, wir sind beide Magiern. Wir sind auf dem Weg in die Erweiterung. Und ich bin erstaunt, dass das so gut geklappt hat. Und ich bin motiviert, beim nächsten Mal hier weiterzumachen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr seid auch so gespannt wie ich darauf, wie es hier weitergeht.